Hey ho und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Partie Let's Battle League of Legends. Und zwar war das ein nettes Fanspiel, das wir zu fünft gespielt haben, und zwar der Karibo, der Twain, der Dark Gaming, Alan Hunter und meine Wenigkeit. Alan Hunter ging auf die Top Lane mit Singed, meinem Lieblingschampion, The Dark Gaming in der Mitte mit Viktor, Twain mit Vayne als AD Carry, Kuribo mit Warwick als Jungler und ich mit Janna als Support. Die lerne ich mir gerade an, weil Karma überarbeitet werden soll und ich dann auf Karma verzichten muss. Und das nervt mich ein bisschen. Unsere Gegner waren, ja, fünf Unbekannte, wer hätte damit gerechnet, wurden halt als Gegner zugeteilt. Und im Großen und Ganzen war es für ein Spaß und einfach mal, um ein bisschen die Champs weiter auszureizen, wie weit wir eigentlich gehen können. Alan Hunter spielt eigentlich nicht gerne Singed, aber er meinte, er probiert ihn mal wieder aus. Und ich durfte ihm während des Spiels auch wieder fleißig mit Tipps versorgen, wie sich's halt gehört. Dafür habe ich auch Tipps für Janna bekommen, die er öfter spielt. Ihr seht am Anfang, die hatten keinen richtigen Support. Ich hatte einen kleinen Goldvorteil, weil ich halt die Supporter Meisterschaften Intus habe und mittlerweile rein Support spielt bei uns. Eine Position, die eigentlich total unterschätzt wird. Ja, keine Ahnung. Ich werde in nächster Zeit wieder ein paar Spiele mehr hochladen, die besonders gut verlaufen sind oder die irgendwie ein paar schöne Aktionen drinnen hatten. Ich habe das in letzter Zeit irgendwie ein bisschen verspitzt, das tut mir ehrlich leid. Wenn euch nur die Spiele interessieren und mein Gelaber dabei euch egal ist, dann kann ich auch nur die Spiele hochladen. Ich drehe jetzt auch kurz den Ingame-Sound ein bisschen hoch, den habe ich nämlich immer leise. Ihr kennt das ja. Ich habe da nämlich immer meine eigenen Playlists laufen, die habe ich in dem Fall jetzt nicht. Die warten hier bei ihrem Red Buff zusammen, wir bei unserem Blue Buff natürlich. Den sich Kuri wirklich holt, wenn ich hier unten die Ward schon raushaue. Und da Gaming natürlich gleich mal wieder die Mitte an mich aufräumen möchte. Der hat jetzt neben Morgana auch noch Viktor als sehr wichtigem Champ. Und ist mit beiden eigentlich sehr stark. Das heißt eigentlich, er ist mit beiden sehr stark. Und. Ja, Alan hatte wie gesagt mit Singed hat ein paar lustige Aktionen am Anfang gebracht vor allem. Und wir hier unten dürfen uns mit einer Miss Fortune und einer Lux begnügen. Warum sage ich begnügen? Weil Lux in dem Fall nicht auf Support gespielt hat, sondern auch auf AP-Kraft, AP-Tank, AP-Tank sage ich, AP-Carry, wie man sie halt in der Mitte spielen würde. Und währenddessen gab es hier oben schon das erste Geplänkel, Alan Hunter gegen Deathbreaker. Und ich erinnere mich noch zu dem Zeitpunkt, als Alan Hunter meinte: Ja, was hast du denn, wenn du gegen K'Zix spielst? Der macht doch keinen Schaden. Und ich sage nur so: Ja, richtig, mit Singed ist das leicht abgefrühstückt, aber versuch das mal mit ein paar anderen Champs. Zum Beispiel Quinn auf der Toplane, weil also die Carry kann die ja keiner spielen. Hier unten war es ein bisschen langweilig. Wir wussten, dass gewordet ist und wussten auch, dass wir deswegen keinen Gank erwarten können. Wird der Chat eigentlich angezeigt? Ja. Eigentlich sollte. Das ist jetzt die Frage. Zeigt er mir nur den All-Chat an oder zeigt er mir nur den Team-Chat auch an? Das wäre jetzt nämlich spannend, weil im Teamchat habe ich eben die ganzen Zeiten notiert. Das wäre jetzt spannend gewesen, ob ich den Wort jetzt überhaupt gesehen habe. Das fällt mir im Nachhinein so ein. Wobei ich habe vorher gewartet, also eigentlich habe ich den gesehen. Müsste ich gesehen haben. Keine Ahnung. Ich lasse die Kamera einfach mal auf Auto-Directed. Die holen die besten Szenen raus, teilweise die ich auch verpasst habe. Ja, ich habe das mit LOL Replay aufgenommen, während ich selbst gespielt habe. Ist ganz, ganz praktisch das Tool, vor allem mit der Spectator-Funktion. Da kann man einiges im Auge behalten, wenn man sonst entgeht. Und hier gleich der erste Kampf, der nicht zu unseren Gunsten ausgeht, und zwar das Fischgesicht gegen Dark Gaming. Fizz ist ja wie schon ein paar Mal in anderen Let's Battles vermutlich mal erwähnt.
so ziemlich der asozialste Gegner überhaupt. Mit seinem Springen kann er so ziemlich allen Attacken ausweichen. Das habe ich erst neulich in einem freien Spiel gegen meinen Bruder wieder herausgefunden. Aber mit Gragas die Ulti wirft und das Fischgesicht gerade auf dem Speer drauf steht, nimmt das Vieh keinen Schaden und wird auch nicht weggestoßen. Und hier stirbt leider gleich unser Jungler. Und der Rengar kommt mit Ach und Krach weg. 20 HP, vorher gerade auf 17 oder so. Ja. Währenddessen ist der Ward weg. Ich habe mittlerweile 430 Gold auf der Tasche. Will eigentlich schon zurückgehen, kann aber nicht, weil wir hier gerade Druck machen. Und es ist blöd, wenn der Supporter zurückgeht und der Jungler kommt rein. Was ich ja natürlich nicht gewusst habe, weil ich ja auf die Lane konzentriert war, dass der Jungler mit gerade 20 Leben davon gekommen ist und nicht auftaucht. Das war auch ein Fail meinerseits am Anfang. Da kommt ein netter Teleport von Ellen Hunter rein, um K6 gleich mal wieder ein Stück zurückzuschicken. Da wollte ich mich gerade wieder backporten, in der Hoffnung, dass ich jetzt endlich mal die Wards holen kann. Wurde leider nichts draus, weil es die Gegner Druck machen. Und was ich auch noch ein kleines Problem habe damit, ist, dass Janna verdammt viel Schaden klopfen kann. Also ich habe jetzt schon zwei Creeps abgeräumt, zwei Minions, und das sollte eigentlich nicht passieren. Das sollten eigentlich dem AD Carry gehören. Da muss ich noch viel dran arbeiten, ganz ehrlich. Selbiges Problem habe ich aber mit Karma und Sona auch, dass ich einfach zu viel Schaden klopfe. Wobei ich werde später, ja, es wird El Hunter aufs Maul. Der Rengar war ihm zu viel. Und dann kriegt er gerade noch im richtigen Moment die Ulti, das ist sinnst. Deswegen gefällt mir Sinch so gut. Er hat einfach durch diese Poison Trail einen Permaschaden. Den Wort habe ich auch gesehen, das weiß ich noch. Das Spiel war übrigens erst gestern Abend, deswegen kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja, da haben sich bei den Mords aufgeregt. Ah, oh, die stehen hinterm Turm. Oh, das ist Teamspeak rundgegangen. Die stehen hinterm Turm, wir kriegen die nicht, weil Ellen Hunter eben so niedrige Punkte, Lebenspunkte hatte. Und Sinch hat eben einerseits durch diese Poison Trail diesen wahnsinnig nervtötenden Permaschaden. Ja, da hat er leider jetzt abgebissen, aber das Fischgesicht halt. Diesen wahnsinnig nervenden Permaschaden, der 2-3 Sekunden anhält, je nachdem wie weit gelevelt. Hat durch das Fling einen wahnsinnig derben positiven Nebeneffekt, dass er erstens immer Schaden klopft, auch wenn das jetzt im letzten Patch genervt wurde. Also abgeschwächt wurde. Und mit der Ulti, mit der er sich erhöhte Lebensregeneration, Fähigkeitsstärke, Lauftempo, Mana-Regeneration, Rüstung und Magieresistenz holt, ist er einfach so ein wahnsinnig derber Tank, der gleichzeitig Damage-Dealer sein kann. Ich sehe dann oft viele Spieler, die spielen dann auf rein Fähigkeitsstärke oder rein Tank, und dann kommt mir oft, ehrlich gesagt, das Weinen, denn ich kann auf beide Spielen die Ulti reinhauen, hau damit die negativen Seiten der anderen Hälfte raus. Ich krieg halt durch die Items, wenn ich ihn auf Damage Dealer und Tank spiele, weniger, kriegt den aber dadurch dann den Ausgleich durch die Ulti und kann im Prinzip beides. Und die Ulti hält 25 Sekunden und hat auf Level 3 dann nur noch bei 50 oder 60 Sekunden Abklingzeit, also die ist minimal dann. Okay, ich habe dann auch 40% Cooldown Reduction und es läuft halt relativ gut. Das war knapp. Ich dachte ehrlich, in dem Moment sterbe ich. Da hatte ich aber Glück, dass die Lux noch nichts auf Fähigkeitsstärke gekauft hat. Dass die nur dieses Mana-Amulett hier. Fairy Charm heißt es auf Englisch, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich spiele es schon lange nicht mehr auf Deutsch, das Spiel. Aber ich komme gerade noch weg und dann ja, stirbt mein AD Carry. Fast. Okay, man sieht nur. Man sieht den Teamchat nicht, finde ich schade. Das wäre ein bisschen OP gewesen.
Aber wie ihr seht, Goldvorteil technisch sind wir um 300 Gold gerade vorne, das ist minimalst. Liegt halt hauptsächlich daran, dass unser AD Carry wesentlich mehr farmt und dass der Fizz keinen Farm kriegt. Währenddessen hat die Lux schon 11 Farm, wo ich mir dann jetzt im Nachhinein denke, warum hat die eigentlich so wenig Schaden geklopft? Die hat doch sogar im Early Game schon ziemlich viel Farm gekriegt. Und auf der Top Lane natürlich Ellen Hunter im Bedrängnis. Die wollen natürlich Singed ausschalten. Das ist der gefährlichste Tank im ganzen Spiel. Und haben damit wieder den Goldvorteil. Ja, ihr seht schon 3-0 für die Gegner. Es lief nicht gut für uns. Ich werde dann später auch noch ein Spiel aufnehmen, bei dem ich Sona spiele. Das wird auch in den nächsten Tagen kommen. Ja, das sah etwas besser aus. Hier gerade noch alle weggekommen. Oben, Karibo. Und... leider. Wenn ein Backpart laufen hätte lassen, wäre es sich vielleicht ausgegangen. Gerade noch so. Aber er hat angegriffen und ist damit weggekillt worden. Weggekillt worden, ja genau. Weggekillert worden, ganz genau. Das war Fail Manners, also ich bin da noch in seine Ulti reingelaufen. Die beiden hauen sich Tränke rein, ich habe sowas nicht. Ich bin gerade auf Wards unterwegs gewesen hier. Hab schon 7 Farm. Definitiv zu viel für den Support, das sollte 0 stehen. Oder maximal 2, wenn ich Wards wegklopfe. Hier oben wird es gerade spannend, aber ich sehe hier unten gerade Rengar, der auch hier unten lauert und Victor, der hier kurz die Lane übernimmt. Hilft uns hier kurz aus gegen MF und Lux. Mittlerweile sind wir wieder im Goldvorteil, obwohl wir nur 2 Kills haben und die 4. Das ist eigentlich total krass. Nach 12 Minuten haben wir so viel Gold verteilt durch die Minions. Wir haben noch keinen Dragon gemacht, wir haben noch keinen großen Killvorteil. Im Gegenteil, wir sind von den Kills sogar weit hinten nach. Verzeihung, das hat gestern ein bisschen länger und jetzt will ich das Ganze noch aufnehmen, weil ich es noch im Kopf habe alles. Im Nachhinein betrachtet ist das krass, wir haben jetzt fast 1000 Gold Vorteil und sind 2 Kills hinten. Was zeigt uns das? Genau, dass Kills nicht alles sind. Und ich weiß noch, wie Twain sich den ganzen Abend lang besperrt hat bei dem Spiel. Dass er so schlecht last hittet, dass er so wenige Minions kriegt, dass er so wenig Gold hat. Und wenn ich jetzt schaue, er hat jetzt insgesamt 3400 Gold und der gegnerische Carry 2700. Der ist alleine 600 Gold vorne. Von der Position her. Natürlich, dafür ist der gegnerische Fizz weit vor unserem Victor. Weil der halt regelmäßig aufs Maul kriegt, weil Fizz halt einfach so ein derb asozialer Gegner ist. Und da hatte Alan Hunter einen Disconnect, das war so episch, der stand am Turm und klopft und klopft. Und wir sagen schon die ganze Zeit, ja, hau ab, hau ab, hau ab. Und in dem Moment kommt hier der Disconnect und im Teamspeak, Leute, hört ihr mich noch oder was? Und er war die ganze Zeit weg und wir wussten es nicht. Und hier wollten wir eigentlich ganken und sind halt in den Gank der anderen reingerannt. Das war ein bisschen eine blöde Kombination. Kam nicht so gut. Vor allem die Lux-Ulti habe ich ganz schwer verdaut. Aber bislang hat der Fizz alle Kills bekommen. Das war unser Glück eigentlich. Die hatten bis Minute 30, glaube ich, nur Fizz, der Schaden gemacht hat. Die anderen hatten, außer MF hatte keiner richtig Farm. Und die Kills waren alle bei Fizz. Die Assists schön aufgeteilt. So kam keiner von denen an Gold. Hier wollten sie zu dritt unseren Red Buff machen, da hat unser Jungler natürlich was dagegen.
Sie haben aber nicht wirklich auf ihn gehört. Und dann schießen die, Verzeihung, Vollidioten noch die kleinen Creeps auch weg. Wenn die die stehen hätten lassen, wäre es ja toll gewesen. Aber so ist das definitiv uneffizientes Counter-Jungling. Und hier jetzt gerade mit Alan Hunter, sie wollen das Fiskgesicht fokussieren. Und irgendwie wird das von Dark Gaming total verpeilt gerade. Und Alan könnte hier das Fiskgesicht haben, während Ränger hier weggehört. Was ist die Auto-Ringenshöhe? Und das Fiskgesicht kommt auch wirklich davon durch dieses verdammte Springen. Und da hilft auch Cinched Slow nicht. Und da komme ich noch mit Channa hoch. Ich weiß auch, der Dark Gaming hat im Chat, im Voice geflucht. Oh, was könnt ihr beide eigentlich? Der Fisk hat mit 30 Leben davon. Der Typ hat uns total an der Nase rumgetanzt. Ich dachte eigentlich, mit einem Auto-Hit müsste ich den kriegen. Ja, da bin ich ja selbst noch verreckt. Weil die Raketen von K6 aufgetaucht sind. Ja, auch Supporten will gelernt sein, wie ich an dem Abend feststellen durfte. Wobei jetzt mittlerweile Twain schon verdammt viel Farm hat. Zwar MF langsam verhältnismäßig aufholt. Aber hier der Gang vom Karibo, der hat das MF gesichert und jetzt kommt auch gleich Lux dran. Jetzt muss ich mal schauen, in der Situation, ich war am Weg nach unten wieder. Die haben hier die Gegner beschäftigt. Mehr schlecht als recht, der kommt aber noch weg. Hm, der Kleber war gar nicht schlecht gesetzt. Meine Hochachtung. Dafür, dass ich ihn im Prinzip blind abgeworfen haben muss. Da hau ich jetzt endlich mal wieder meine Wards raus. Ich war da schon leicht paranoid. Weil ich nie wusste, wo kommen jetzt die Viecher raus. Also die generischen Champs. Das war eine blöde Situation. Da haben wir uns aufgeteilt und irgendwie war Alan Hunter der einzige, der Fist nachgelaufen ist. Das war eine scheiß dämliche Aktion, weil wir haben K6 zwar gesichert, aber jetzt haben wir hier einen Half-Life-Fist und eine Full-Life-MF und Rengar. Und die klopfen halt leider Gottes mal Schaden ohne Ende. Da habe ich noch 260 Gold gegeben. Wahnsinn. Ja, ihr seht, die Items verändern sich aber letztendlich auch die Schuhe. Wobei ich auch merke, dass die Item-Reihenfolge nicht dieselbe ist, wie ich sie damals hatte. Das heißt, im Spectator-Mode sind die Items. Sind die Items nicht so sortiert, wie sie im normalen Spiel sortiert sind. Aber ist okay. Ich weiß zum Beispiel, dass ich den Mana-Manipulator auf der 1 hatte. Den Sidestone auf der 6, die Stiefel auf der 5. Heiltränke habe ich immer auf 2, Mana-Tränke immer auf 3. Das heißt, der Kages müsste auf 4 gewesen sein. Keine Ahnung, wie das im Spectator machen. Alan Hunter hier gerade in einem Mittenfight gegen K6 und Rengar. Die zwei Champs, die ich persönlich neben Fizz am meisten verabscheue, weil sie springen. Oh, K6 mit dem Heal, das war so knapp. Wo ich mir eigentlich dachte, der müsste drauf gehen. Mittlerweile haben die Gegner 1300 Gold Vorteile, es steht 5 zu 14. Es sieht nicht besonders gut aus. Ihr seht, das Spiel dauert 46 Minuten 51 hier unten zu sehen. Und die Lux-Ulti, die mich jetzt gerade verbraten hat, dafür war ich sehr dankbar, dass der Support den Kill bekommt und nicht der AD Carry. Den größten Goldbetrag mit denen hat natürlich noch immer Fizz mit 9 Kills.
Und wie gesagt, bis Minute 30 war er der Einzige, der wirklich Schaden geklopft hat. Also gut, ich bin ein zerbrechlicher Supporter gewesen. Bei mir macht jeder Schaden, aber... Ich habe Channa auch, wie ich feststellen musste, situationstechnisch falsch gespielt. Also... Ich habe relativ schnell mitgekriegt, dass die Lux auf Schaden spielt. Und hätte das auch machen sollen, stattdessen bin ich weiter auf meine Support-Items gegangen. Einfach um diesen Differenzbereich auszugleichen. Und ihr seht ja, wir haben Türme, wir haben noch ein paar Kills dazu. Sind turmtechnisch jetzt aus? Ja, wir sind sogar vorne. In der Mitte Turm auch schon. Hier Kariba natürlich wieder leicht größenwahnsinnig. Aber gut gemacht. Kriegt K6 hier natürlich noch total raus. Ich schaue gerade. Da hier oben, genau. Alan Hunter hier bei Rengar ein paar Probleme. Haut dann doch lieber ab. Kariba holt sich die am Blue und wird gleich vom Fist überrascht. Er lässt einen Creep stehen, einfach um den Blue später spawnen zu lassen. Fist hat ihn hier nicht geholt, ich verstehe nicht warum. Es wäre ein kostenloser Blue für ihn gewesen. Weil einzeln hat mir... Achso, weil er auf mich losging. Ja klar, ich wollte den Tower pushen. Mit den Minions. War in der Hoffnung, dass ich nicht gesehen werde. Und im ersten Moment dachte ich sogar, ich komme weg. Oder dachte ich sogar, ich komme weg. Da war die Crew aber zu spät ready. Also mein Wirbelwind, mit dem ich die hochwerfen kann. Dafür haben die anderen den Drachen in der Zwischenzeit schon wieder gemacht. Und unseren Goldnachteil wieder ausgeglichen. Drache gibt ja 5x 190 Gold. Plus einmal 25 für den, den erlegt. Das heißt, da geht dann schon was. Und hier ein netter Teamfight, der natürlich nicht zu unseren Gunsten ausgeht. Und der Fist mittlerweile 11-0. Das tat weh. Dafür die anderen keine richtigen Kills und der Rengar, der den Drachen machen will. Und jetzt wird natürlich auf der Botlane gepusht. Klar, da ist gerade niemand. Ach, das war auch so eine nette Aktion. Schade, dass ihr es nicht gesehen habt. Ich mache die Golems, weil ich ein bisschen Gold haben wollte noch. Und Kariba fragt doch so im Voice: Hey, brauchst du die Golem? Brauchst du die Golems? Und ich sage ja. Und er krallt sich den Kleinen noch. Ups. Und hier meint er noch, ich soll nicht von hinten reingehen. Aber es hat sich dann doch ausgezahlt, dass ich nicht wieder vorne reingerannt bin. Und hier geht gleich der nächste Teamfight los, bei dem ich gleich wieder mal grandios verrecken darf. Weil ich eigentlich dachte, dass Alan Hunter sich rein teleportieren möchte, weil er am Anfang so weit hinten war. Was er dann nicht getan hat. Und dann kam das Asozialste, dass wir bis dahin eigentlich gar nicht geschnallt haben. Lux hat Heal dabei. Also Heilung als Beschwörerzauber. Den K6 hätte Alan Hunter noch gekriegt, wenn er ihn geflinkt hätte. Aber das hat er leider nicht. Und da verreckt er in der Miss Fortune Ulti. Ihr seht schon, es sieht nicht gut aus für uns. Wir sind turmtechnisch hinten, killtechnisch, natürlich dadurch auch goldtechnisch. Nur bei den Minions sieht es bislang ganz gut aus. Wobei Rengar da auch die aufgeholt hat.
dahin ist Rengar also verschwunden. Ich wollte nämlich unten deffen. Und Rengar war ja da und als ich zum Turm kam, lief er weg. Und er war dann ewig nicht zu sehen, bis er da oben dann irgendwann wieder rauskam und man wusste nicht wirklich, wo der hin ist. Ich will hier die Geister holen, war eine relativ sinnfreie Idee. Ich hatte nur zu dem Zeitpunkt verdammt wenig Gold. Also wirklich verdammt wenig. Und wusste, ich muss mir irgendwie Gold nachholen. Und habe dann immer wieder die kleinen Viecher im Jungle auch geholt. Ich hatte kaum Assists, weil wir halt kaum Kills hatten. Und das war böse. Es war nicht gewordet, weil wir halt nicht so weit rauskamen die ganze Zeit. Und dann wollten wir pushen und dann sahen wir von vorne die Gegner kommen. Ich wollte zurück und sah hinten die beiden kommen. Und dann war es vorbei. Und wieder hat Fist die ganzen Kills gemacht. Der hat jetzt schon 15-1-8. Was natürlich nicht so sonderlich gesund für uns war. Hier wussten wir, dass die stehen, weil mein Wort hier gerade erst auslief. Also genau genommen, ich wusste. Ja, das wäre mit dem Fling vielleicht noch anders ausgelaufen. Da hatten wir echt alle Hoffnung, dass der Turm fällt und wurden enttäuscht. Der Turm hatte noch, wenn ich jetzt nicht umgeblättert hätte, 57 Leben. Na komm, so. Ja. Jetzt wollten wir natürlich die Top-Lane wieder pushen. Der Turmausgleich wäre es wert gewesen, da gibt nämlich pro Spieler 150 Gold. Was unseren Goldvorteil wieder aufgestockt hätte. Und ich in der Mitte nichts ahnend, dass da von unten und oben Gegner lauern. Jetzt würde ich im Nachhinein. Der hat hier auf mich gewartet. Ich flashe da runter aus der Lux-Ulti raus. Und bin echt der Ansicht, ich komme weg. Ich schaff's auch. Leider war mein Flash weg. Währenddessen wollen die hier rein in den Dschungel. Gut, die Gier von Alan Hunter war in dem Fall ein bisschen stark. Und ja, er hat Lux nicht gekriegt, aber dafür haben die hier Warwick und Victor gekriegt. Weiß nicht, die Idee kam, oben den Turm zu klopfen. Jedenfalls blecht er hier auch ordentlich. Und hier werde ich mal wieder sterben. Das fand ich so super. Unsere Gegner waren so derb auf Kills besessen. So wahnsinnig süchtelnd auf Kills. Einfach nur die gegnerischen Champs töten. Vor allem der Fizz hat eine Mordgier 16-1-10. Und er wollte natürlich irgendwie was beweisen anscheinend. Ich habe keine Ahnung was genau, aber er wollte halt. Und das war im Endeffekt unser großer Vorteil. Werdet ihr das dann schon noch sehen, warum? Rengar steht auf der Top-Lane vor unserer Haustür. Du kriegst gleich die App auf Mütze. Oh, der Laser war fehl. Und die verfolgen erst Gottes Namen. Aber gut, man weiß halt nie, wo die Viecher hinlaufen. Aber sie finden ihn noch nicht.
Ja, singed halt. Das war sein erster Kill nach 30 Minuten. Und ihr seht es jetzt gerade, Fizz und MF sind die einzigen, die wirklich Schaden drücken können. Wobei Miss Fortune halt auch noch ja interessante Items kauft, sagen wir es so. Es ist nicht schlecht, aber es ist interessant. Der Klinge des gestürzten Königs wurde natürlich mit dem letzten Patch genervt, nochmal abgeschwächt. Und irgendwie sieht man die jetzt wieder seltener als AD Carry. Dafür sehe ich sie immer wieder im Jungle. Also was jetzt Warwick oder Rengar sein würden. Das war ein gratis Drache für uns. Und wir haben den Goldverteil damit fast wieder ausgeglichen. Sind nur noch 1000 Gold hinten und wenn wir diesen Top-Lane Tower kriegen würden, wären wir sogar wieder auf gleich. Wir laufen jetzt nur noch zu 5 drum und versuchen den Baron zu machen. Das heißt versuchen. Wir machen ihn. Okay, wir versuchen. Wir waren uns nicht sicher, wir wussten, dass die Gegner irgendwo sein müssen. Und das war echt ein grandioser Erfolg für uns, weil dem Moment, wo wir da rausliefen, sahen wir, hey, die stehen da und die Jungs schießt die Ulti auf den Baron rein. Das war so toll. Und dann laufen die da hinten rein und das war episch. Ganz ehrlich. Wir denen den Baron vor der Nase wegklauen. Allen Hunter irgendwo auf Abwägen, keine Ahnung. Währenddessen hier der Teamfight Deluxe, Twain geht leider drauf. Dark Gaming rettet mich hier gerade noch so, die Minions halten mir den Stun ab. Und dann sind wir schon am Turm. Und Allen Hunter kommt hier langsam mal von der Seite rein. Also quasi, ach, ist es schon losgegangen. Losgegangen, ups. Ach, das war ein tolles Spiel. Grandiose Aktion, Herr Baron. Eine Lux-Ulte, die mich fast umbringt. Ein Rengar, der unsere Geister macht. Ich war den Moment hinten, war einkaufen. Hab mir Morello Mamikon geholt. Jetzt bin ich dann langsam auf Schaden gegangen auch. Und Allen Hunter hier, ja, Fizz hat er fast gekriegt und dann das. In dem Moment kam ich wieder nach vor. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 165 AP. Und ich war da letzte mit dem Baron Buff. Die anderen vier sind alle schon mal gestorben in der Zeit. Ich bin halt davon gekommen, bin davor schon dafür ein paar Mal gestorben. Und wir waren hier jetzt gierig und wollten den Rengar haben. Ja, und jetzt passiert halt gerade mal nichts. Das war so 30 Sekunden der Erholung, wo wirklich nicht viel passiert ist. Die wussten halt jetzt, die müssen vorsichtiger sein, weil wir den Baron und den Dragon gekriegt haben, for free quasi. Wir hatten ja nicht irgendwie Hindernisse oder so. Und wir wussten halt, ja, ich bin der Letzte mit dem Buff und das ist irgendwie nicht so gut, weil gerade der Supporter halt eigentlich keine Schaden klopfen sollte. Twain und Korriba hier bei den Geistern, während wir hier versuchen zu pushen. Was im Nachhinein betrachtet recht dämlich war. Aber ich erinnere mich noch an Elhantes Aussage,
Eine Janna mit 165 AP tut weh. Ja, aber nicht denen, sondern mir. In dem Moment habe ich mir auch schon das Emblem von Vella geholt. Wie sie so mit Ach und Krach davon kommt und den Heal wieder reinbrett. Die Lux hat Nerven gekostet, ganz ehrlich. Aber wir sind nur 2k Gold hinten, also vor allem weil eben wieder ein Turm fiel. Und der Toplin Tower stand noch immer. Das war irgendwie die ganze Zeit in meinem Hinterkopf auch, weil der halt mit so wenig Trefferpunkten da oben stehen blieb. Wir nur noch 1500 Gold hinten zum jetzigen Zeitpunkt. Und es war halt nicht viel. Ich habe einmal öfter versucht, die Minions auf der Botlane nach vorne zu bringen, um den Tower zu kriegen. Wie gesagt, heute versucht die Minions nach vorne zu kriegen. Oh Gott, ich verpasse die Action schon wieder. Ja, die Action. Dafür kriegt jetzt ist der Top Tower gefallen. Und wir sind wieder fast dran. Wir haben nur noch minimalen Goldnachteil, obwohl die gerade einen ordentlichen Kill hingelegt haben. Und ich stehe hier am Turm, gebe mir selbst das Schild, dass man mir Angriffskraft gibt, also mehr normalen Auto-Hit. Ein zweites Mal lenkt die Minions ab. Und ich sehe die Lux kommen und ich sage noch so, den Tower kriege ich noch, den Tower kriege ich noch. Weil ich war ja kein Gold mehr wert, ich war ja schon so oft gekillt worden. Ja, doch noch 150, okay. Aber jetzt ist der Goldvorteil fast ausgeglichen. Also und dadurch, dass die es einen Drachen gemacht haben, war das alles wieder zunichte. Das wussten wir natürlich im Spiel nicht. Da stand 14:42. Und uns war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon total egal, wie das Spiel ausgetaucht hat. Es ist bald zu Ende. Es sollte sich aber noch fast 10 Minuten strecken. Vor allem Twain war zu dem Zeitpunkt schon so drauf, oh, es ist eh schon vorbei, sie sollen es beenden, es steht 42:14 für die. Und mir und uns anderen war das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon scheißegal, ob wir gewinnen oder verlieren. Und wollten halt einfach mal reinhauen und ja, weiter Spaß haben. Alan Hunter hat mit Singed experimentiert, ich mit Janna. Hab mittlerweile die ionischen Stiefel der Abkling-Dingensverlängerung rein. Abkling-Zeitverlängerung. Morella Nomicum fertig, Morellas Evil Tomb. Der neue Name gefällt mir nicht. Ich fand Morellas Evil Tomb besser als Morella Nomicum, aber gut. Ist nur ein Name, soll mir im Prinzip egal sein. Anders als beim Karma Relaunch. Natürlich die Eisscherbe, um Mana-Regeneration zu bieten, den Sidestone, um die Wards aufstellen zu können. Und die Gegner machen Baron. Alan Hunt hat inzwischen selbst eine Bild, die ich bis jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, aber es hat funktioniert. Also dagegen allerdings hat nichts funktioniert. Wir haben sogar kurzerhand zwei von uns rausgenommen, um jetzt den Baron in Sicherheit machen zu können. Singed Warwick? Ah, da war ich auch dabei, okay.
Also mach mal vielleicht nicht, was die Autokameraführung genau vorhat. K6 hat jetzt mittlerweile Murder-Mana bekommen. Ach du Schande. Die wollten sich mit dem Baron Buff anscheinend nicht so spielen wie wir, dass sie die kostbaren Vorteile wegwerfen. Also mittlerweile auch schon wieder 3k Gold vorne. Aber so rein goldtechnisch haben wir den Anschluss nie verloren, das finde ich super. Ja, es passiert halt gerade herzlich wenig. Ein leichter Vormarsch hier, der schon wieder abgebremst wird. Und gleich sind nur noch 6 Minuten, also sind es nur noch 6 Minuten des Spiels. Was mich generell. Ach ja, der Fistläufer wird vorbei und stellt im ersten Moment gar nicht. Und ich natürlich auch nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ich da wegkomme. Und für mich war das alles Plan, denn. Ellen Hunter will in der Zwischenzeit den Turm pushen und kriegt irgendwie viel zu viel Schaden. Er spielt ihn halt rein auf Schaden in guten Sinn. Und das war weniger produktiv. Ja. Yeah. Ach, währenddessen holt sich natürlich der Ranger und die Lux unten den Turm. Während der Fist hier noch den Iron Hunter ausräumt. Ich bin mittlerweile 5000 Gold geworden, Wahnsinn. Ja, dieses Ränger verfolgen, das ist so eine Sache. Aber sie kriegen ihn noch. Und er steht wieder auf. Um nochmal zu fallen. So. Gold bei 4500 Vorteil für die. Für die. Circa. Ach, ich geistere also derzeit auf der Top-Lane rum, okay. Wir arbeiten generell an allen drei Lanes gerade. Ja. Das war auch die Stelle mit dem Wort schon, genau. Da steht hier ein Wort von uns und vorher stand auch hier in dieser Nische einer. Wohin sich Ellen Hunter hin teleportieren wollte immer wieder. Das Traurige ist, nach 43 Minuten hatten wir noch keinen richtigen Teamfight. Ich meine, wir hätten sowieso total abgebissen, aber Goldverteil verdient jetzt nur noch bei 4000. Wir haben den Dragon gemacht. Sind auch wieder 1000 Gold circa. Also nur noch bei 3000 Gold im Nachteil. Sogar ein bisschen weniger. Also wie gesagt, wir waren ja nicht schlecht unterwegs dabei. Ja.
Nur langsam soll es halt ein Ende finden und das macht hier Mr. Alan Hunter mit den Minions auf der Top-Lane sehr, sehr schön. Alan Hunter ist mit Quicksilver Sash, also dieser Quicksilver Schärpe. Ich frage mich gerade, ob das Spiel bis zu Ende aufgenommen wurde. Ich glaube, da fehlt was. Dass es gleich nur noch eine Minute dauern soll. Stehen noch alle Türme? Ich glaube, von dem Spiel fehlt der Schluss, Leute. Also fehlt da der Schluss. Es lief nämlich so ab. Dass wir durch ständiges Backdooring die Türme und die Inhibitoren weggeräumt haben. Und das geht sich in 51 Sekunden noch niemals aus. Geht sich das aus? Nein, oder? Geht sich nie im Leben aus. Das. Ach, da geht's noch weiter, alles klar. Das ist nicht die ganze Zeit gewesen. Klar, weil ich das Spiel ja nicht, weil ich ja im Spectator-Modus aufgenommen habe, deswegen stimmt die Zeit jetzt nicht ganz. Oh Gott. Ja, ich gehe noch drauf, aber den Nexus kriegen wir. So sieht man einmal öfter schön, wie man trotz Goldnachteil und so nochmal alles umdrehen kann. Kills sind halt nicht alles. Weil ich jetzt ein bisschen suspekt war wegen der Endzeit. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Zeit, habt Spaß, was ihr mir auch macht, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann vermutlich mit Sona. Oder mit Karma, je nachdem, was ich zuerst aufnehme. Bis dahin, Leute. Ciao.